Die Regierung hat den Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des GmbH-Rechts genehmigt. Die GmbH ist im Liechtenstein eingeführt worden 1926 mit dem Rest vom PGR sozusagen, mit dem Personen- und Gesellschaftsrecht, und ist fast die einzige Rechtsform im Gesellschaftsrecht, wo man seitdem eigentlich nie wesentlich verändert hat. Also wenn wir es also automobilmäßig bezeichnen, muss man sagen, GmbH ist eine Art Oldtimer. Wir haben lange überlegt, ob wir sollen einfach aus dem Ausland rezipieren, die ganzen Änderungen, die es im Ausland geht im Bereich GmbH-Recht, übernehmen. Haben dann aber gefunden, dass das länger geht und damit eigentlich auch nicht typisch Liechtenstein-spezifische Anliegen könnte aufnehmen. Darum haben wir uns für eine Teilrevision entschieden und haben wirklich im Gespräch mit den Marktteilnehmern, mit den Gewerblern, mit dem Wirtschaftsverband, mit den Treuhändern, haben wir versucht, Input zu bekommen, wo sind Bedürfnisse für die Liechtensteiner Verwender, also sozusagen die Benutzer von der GmbH, was müssen wir bei uns im Inland anpassen. Und darum haben wir die Revision eigentlich wirklich zugeschnitten, tailor-made sozusagen, auf liechtensteinische Verhältnisse. Im Moment sind es also mit Ende letzten Jahres waren es 174 eingetragen im Handelsregister und das sind vergleichsweise wenige zu den Anstalten und Aktiengesellschaften, die sich im Bereich von 4.000 bzw. 8.000 bewegen. Also es sind doch vergleichsweise wenige. Insgesamt für die Größe des Landes wieder eigentlich ganz ordentliche Anzahl. Und was interessant ist, ist das Wachstum in den letzten Jahren war eigentlich immer kontinuierlich stark, immer so 10% plus. Ich glaube, mit einem revidierten GmbH-Recht könnte das sich in einem deutlich höheren Bereich dann nochmal befinden. Zentral ist bestimmt also mal die Senkung des Mindestkapitals. Es liegt jetzt bei 30.000 Franken, was eigentlich im ungefähren Durchschnitt liegt in der deutschsprachigen Länder. Und das geht jetzt runter auf 15.000, so wird es geplant. Also es ist eine deutliche Senkung und damit auch die Eintrittshürden für junge Unternehmer natürlich dann deutlich niedriger. Daneben sind verschiedene Instrumente, die wir versuchen mal zur Diskussion zu stellen. Das ist der qualifizierte Repräsentant im Vergleich jetzt zum 180a-Gesellschafter. Und sind auch andere Bereiche betroffen, wie etwa die Haftung. Die Haftung ist nach gegenständigem Recht, nach derzeitiger Rechtslage etwas kompliziert für die Gesellschafter. Das kann mitunter dazu führen, dass wenn der Gesellschaftsanteil nicht voll einbezahlt ist, nicht voll liberiert ist, dass dann die Haftung, die auf den Gesellschafter zukommt, auch die Haftung der anderen betrifft. Also man haftet dann solidarisch, das ist etwas veraltet. Da möchten wir sozusagen auf ein Niveau kommen, dass man sagt, es haftet nur noch das Gesellschaftskapital und so, also eine deutliche Rechtssicherheit erzielen, auch für den Markt. GmbH in der neuen Form wird besonders attraktiv sein für unsere KMUler, für Gewerbler, insbesondere für neue, junge Unternehmer, die möchten anfangen. Aber auf der anderen Seite erhoffen wir uns auch Attraktivitätssteigerung für ausländische Investoren, die Liechtensteiner GmbH neu gründen können, ohne dass sie einen inländischen Verwaltungsrat haben. Es langt den sogenannten qualifizierten Repräsentant. Und damit können sie dann eine Liechtensteiner GmbH haben, können im Ausland, wo sie wohnen oder ihre Firma haben, eine Betriebsstätte gründen, dort steuerrechtlich alles sauber ab. Und trotzdem mit einer Liechtensteiner Rechtsform ohne Einfluss von außen quasi ihre Gesellschaft strukturieren. Und das ist sicher ein Modell, das im Ausland auch grosses Interesse wecken könnte.